als im Jahre 2011 und eigentlich im Vorlauf davor Andrea Glucksen mir diese Idee versucht hat näher zu bringen, ein sogenanntes Heimatfilmfestival platzieren zu wollen, offen gestanden, ich bin zunächst ein wenig erschrocken. Aber das ist eingedenk der Tatsache, dass natürlich dieser Begriff Heimat höchst kontaminiert ist. Und bei Personen wie bei mir, die in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts geboren, aufgewachsen und ihre Bildung erfahren haben, erst recht. Wir alle wissen, was mit diesem Begriff alles passiert ist. Er hat bedeutet Ausgrenzung, er hat bedeutet Rassismus und er ist vor allen Dingen dann auch im Genre des Films auch immer wieder benutzt worden in etwas volkstümelnder Art und Weise, uns schrullige Filme vor die Augen zu führen, die uns vielleicht zu Tränen gerührt haben, aber die genau auch das bedienten, was letzten Endes immer noch als Hinterlassenschaft der NS-Diktatur bei uns mental vorhanden war. Wir alle wissen natürlich Zwischenzeit und vor allem all diejenigen wie ich, die versucht haben, den Begriff Heimat für ganz lange Zeit nicht in den Mund zu nehmen, dass er natürlich ganz andere Bedeutung haben kann, nämlich Mentalität, Sprache, Zugehörigkeit, unabhängig von geografischen Zuweisungen und natürlich vor allem auch familiäre Kontexte, Biografien. All das verbirgt sich, versteckt sich dahinter und muss aber auch immer wieder besprochen werden. Eine Persönlichkeit, die dieses Thema Heimat und Film nicht nur besprochen hat, sondern ich möchte sagen, tatsächlich berühmt gemacht hat, ist natürlich Edgar Reitz. Sie alle kennen seine Biografie, Sie alle kennen die Arbeiten und Sie kennen natürlich auch die, sage ich einmal, für uns große verpflichtende Verehrung und auch den Dank, den ich an dieser Stelle auch vermitteln möchte, dass Sie gerade dieses so kontaminierte Thema, dass Sie dieses Thema uns nicht nur vor Augen, sondern auch immer wieder ins Gespräch aufs Neue gebracht haben, um eine Verortung festzustellen. Und ich muss heute nicht den schrecklichen Krieg in der Ukraine bedienen, um zu wissen oder auch zu zeigen, was gerade in diesen Tagen auch wieder das Wort Heimat als Verpflichtung, als Aufgabe und Herausforderung auch für diejenigen hat, die ihre Heimat im Moment bedroht fühlen. Deshalb freue ich mich nicht nur, dass Sie bei uns sind. Ich darf Sie und kann Sie gar nicht genügend würdigen. Ich bin darauf stolz, dass Sie auch immer wieder hier im übertragenen Sinne Heimat gefunden haben. Ich darf darauf verweisen, bereits im Jahre 2014 ist Herr Reitz mit dem Ehrenpreis unseres Filmfestivals Türkei-Deutschland ausgezeichnet worden. Und im Jahre 2018, Frau Schleindl, gab es hier eine ganz große Retrospektive. Und vor allem dabei ist etwas übrig geblieben, was Bestand hat, nämlich die Vorträge, der Austausch, die ganzen Ideen sind in eine große Werkschau, in eine Publikation eingeflossen, wofür ich mich an dieser Stelle herzlichst bedanke. Ja, wir haben dieses, es wurde erwähnt, 2011 hat die Kooperation begonnen und auch für uns war das zuerst mal Heimat. Uns ging es da ähnlich wie allen, die zuerst mal darüber nachgedacht haben. Dieser Begriff war verbraucht, missbraucht sozusagen. Und Edgar Reitz hat es auch aus guten Gründen abgelehnt, bei Festivals aufzutauchen, die das normalerweise eben Namen haben, aber wir haben erkannt, dass Edgar Reitz dann einen ganz neuen Begriff geschaffen hat, der ganz anders als das, womit der Begriff belastet war, halt in den vergangenen Jahren oder Jahrzehnten vielmehr, halt einen ganz neuen Begriff geschaffen hat. Und normalerweise zeigen wir in dem Festival verschiedene Spielfilme, Dokumentarfilme, auch historische Filme, junge Filme. Aber da haben wir die Möglichkeit bekommen, doch mal intensiver in ein wirklich zentrales und einmaliges Werk
Einschau zu halten, das neu digitalisiert worden ist. Ich bin auch eine Liebhaberin des analogen Films und will, dass die Werke da aufgeführt werden in dem Medium, in dem sie entstanden sind. Aber das, was Edgar Reitz und sein Sohn macht, das ist nochmal eine ganz, ganz neue Qualität. Und zwar es neu zu erleben. Ich konnte es selber in München erleben und ich dachte halt, das hier nach Nürnberg zu holen. Und deswegen bin ich auch meinen Kollegen so dankbar, dass sie das ermöglicht haben, dieses Werk und die Intention, dieses Festival heute dafür zu nutzen. Es ist nun jetzt schon 12 Jahre her, dass der Bezirk Mittelfranken gemeinsam mit dem Filmhaus Nürnberg und dem Bayerischen Landesverein für Heimatpflege dieses Heimatfilmfestival aus der Taufe gehoben hat. In mittlerweile 7 Ausgängen ging und geht es uns immer darum, den Heimatbegriff im Medium Film von den unterschiedlichsten Seiten her zu beleuchten, kritisch zu hinterfragen und aber auch mal neue Ansätze irgendwie mit einzubeziehen. Im Lauf der Zeit haben wir immer die unterschiedlichsten Filme gezeigt. Also wirklich, wir sind vom Stummfilm gegangen, wir hatten eine Ausgabe mit dem kitschigen 50er-Jahre-Film, wir hatten einen neuen Heimatfilm, bis hin zu Filmen, die vordergründig erstmal gar nichts mit Heimat zu tun hatten. Heimat ist ja bekanntlich ein vielfältiger, ein schwammiger Begriff. Keiner kann ihn so recht greifen. Jeder hat seine eigene Vorstellung davon und bezieht sich da auf Bindungen zu Personen, zu Landschaften, Orten, Erinnerungen, zu allen möglichen kulturellen Bildungssystemen. An der Heimat kann man sich reiben, man kann sich dran abarbeiten und auch das ist wiederum etwas, was sie definiert, das prägt ihr Bild und zwar auch im Film. Der Begriff wurde und wird erschreckenderweise auch immer wieder politisch instrumentalisiert und damit, Sie haben den Begriff schon benutzt, kontaminiert. Und dann erlebt der Heimatbegriff komischerweise auch gerade oder in den letzten Jahren einen wirklich inflationären Boom. Und das sind alles Aspekte, die wir im Laufe der Jahre, in denen wir das Festival veranstalten, auch schon thematisiert haben. Wir dürfen dieses Mal eben den Regisseur, Filmemacher und Autor Edgar Reitz mit seiner zweiten Heimat in den Fokus rücken. Das ist uns eine wirklich sehr große Ehre und auch eine Freude, dass Sie auch mal in unserer Reihe dabei sind. Mit all den unterschiedlichen, was man unter Heimat versteht und im Film subsumieren kann, gibt es eigentlich nur eine einzige Möglichkeit, all diese Sachen mit einem Namen zu verbinden und das ist eben Ihrer. Mit Ihrer Filmreihe haben Sie nicht nur Filmgeschichte geschrieben, sondern auch den Heimatbegriff einen ganz großen Gefallen getan, indem Sie ihn geweitet und geerdet haben. Und dafür danken wir Ihnen sehr. Wir danken Ihnen auch, dass Sie gekommen sind. Ein Dank geht auch an die Akteurinnen und Akteure des heutigen Abends, Frau Kammer, Herr Arnold und Frau Litten, die dann demnächst weitermachen wird. Und einen großen und herzlichen Dank richte ich natürlich auch an unsere Kooperationspartner, zum einen an den Bayerischen Landesverein für Heimatpflege, mit dem uns eine beständige und wirklich kreative Zusammenarbeit verbindet. Also wir haben immer gute Ideen, finde ich. Und zum anderen geht mein sehr großer Dank ans Filmhaus Nürnberg und hier insbesondere an Christiane Schleindl. Das Filmfestival ist aus dem Gröbsten raus. Es ist gewachsen. Und ich glaube, dass es heute wieder einen Höhepunkt erlebt. Ich möchte sagen, einen Höhepunkt, als Sie da sind, lieber Herr Reitz. Das liegt an Ihrer Anwesenheit. Es ist mir aufrichtig eine große Ehre, dass ich vor Ihnen sprechen darf. Sie haben einmal gesagt, ich zitiere, meine Heimat ist der Film, Zitat Ende. Wenn Ihre Heimat der Film ist, dann sind wir gern Heimatpfleger. Und so ist es auch unser Auftrag, dass wir nicht nur Bräuche und ihre Veränderungen begleiten und moderieren und Alpen-Ayatollahs in Schach halten, sondern dass wir hineingehen ins Kino und hier Heimat pflegen. Dank Ihnen. Ihnen allen wünsche ich jetzt Stunden, in denen Sie vor der Leinwand und in den Gesprächen nach den Filmen neue Perspektiven auf Heimat bekommen.
Ich glaube, und da schließt sich jetzt der Kreis zu dem, was Sie vorher gesagt haben, zum Heimatbegriff, ich glaube, je offener, je aufgeschlossener Heimat ist, desto friedlicher, friedfertiger kann sie sein. Danke für die Aufmerksamkeit. So weht also das Klärchenlied aus der ersten Heimat rüber in die zweite Heimat. Und hier steht jetzt die Darstellerin der Clarissa, die dann sozusagen die nächste Liebe von Hermann ist, der erst das Klärchen und jetzt, Sie werden es im ersten Teil gleich sehen, dann Clarissa begegnet. In der dritten Heimat singt dann Clarissa ein Lied, was den meisten Menschen, die sich ein wenig mit romantischer Liedkunst auskennen, bekannt ist, eine Vertonung von Eichendorff und von Robert Schumann umgesetzt. Aus der Heimat hinter den Blitzen ruht, da kommen die Wolken hier. Aber Vater und Mutter sind lange tot, es kennt mich dort keiner mehr. Wie bald, ach wie bald kommt die stille Zeit, da ruh ich auch. Schöne Waldeinsamkeit und keiner kennt mich mehr hier und keiner kennt mich mehr hier. Wir haben ja also die zweite Heimat hier für das Festival auszusuchen, die ging auch darin, dass du damals gesagt hast, das ist dein zentrales Werk und jetzt, wo es neu entstand, also so quasi für mich restauriert und digitalisiert in einer Wahnsinnsbrillanz, die halt bis heute durchweg. Die zweite Heimat ist ja auch quasi mit die erste Heimat hast du das angelegt, ein episches Filmwerk zu machen, was es ja sonst nur im Roman gibt. Und mit der zweiten Heimat hat man auch oft autobiografische Züge genannt. Also, aber sag mal selber, was war für dich die Motivation der zweiten Heimat, wo du auch ganz allein das Drehbuch geschrieben hast? Also als ich meinen allerersten Spielfilm machte, funktioniert. Ja. Das war in der Mitte der 1960er Jahre. Schrieb ich ein Drehbuch, das hatte über 500 Seiten und es war mein erster Film und ich hatte keine Ahnung davon, wie umfangreich ein normaler Kinofilm ist und wie viele Geschichten oder welchen Stoff man da überhaupt angreifen kann. Es war eine Wahnsinnsvorstellung, meinen ersten Kinofilm zu machen und als es dann anging, das Drehbuch zu verfilmen, sagten mir die erfahrenen Fachleute, wenn du das alles verfilmst, was da drin steht, wird es ein 10 Stunden langer Film. Sowas gibt es nicht im Kino. Und ich habe deswegen das beherzigt und alles auf etwa ein
ein Zehntel oder ein Zwanzigstel der ganzen Geschichte gekürzt und daraus meinen ersten Film gemacht. Da ist sozusagen eine große Frage geblieben, eine Frage übrig geblieben, was ist eigentlich meine Motivation, Filme zu machen und was will ich eigentlich erzählen? Nun ist das mit dem Erzählen von Geschichten eine Frage, die sehr schwer von der Motivation her zu erklären ist. Also das Geschichtenerzählen ist mir im Grunde in die Wiege gelegt. Mein Großvater, der Vater meiner Mutter, war in dem Hunsrückdorf, in dem ich dort aufgewachsen bin, schon selbst so ein volkstümlicher Erzähler. Der hatte einfach das Talent, Geschichten zu erfinden und Geschichten so zu erzählen oder wirkliche Begebenheiten so zu erzählen, dass die Leute rote Öhrchen bekamen. Und als ich so 5, 6 Jahre alt war und mein erstes Fahrrad besaß, fuhr ich immer wieder zu diesem Opa, um mir Geschichten erzählen zu lassen. Ich habe das in meiner Biografie auch ausführlich beschrieben, wie dieses Erlebnis mich beeinflusst hat und wie das Geschichtenerzählen für mich sozusagen zur zweiten Natur geworden ist. Das verfolgte mich durch all die Jahre. Alle meine frühen Filme sind eigentlich nur Andeutungen dessen, was mir da so vorschwebte. Und erst nach einer richtig großen Bauchlandung mit dem Film über den Schneider von Ulm am Ende der 1970er Jahre kam dann so die große Krise in mein Leben, wo ich versuchte, mich auf mein eigentliches Talent und meine ursprünglichen Interessen zu besinnen. Und so ist Heimat entstanden. Heimat ist das eine Verzweiflungstat gewesen, zunächst einmal. Dahinter stand, nachdem ich so viel Unglück in diesem Beruf erfahren hatte, stand die Frage, wie ist das eigentlich möglich gewesen, wie kam das dazu, dass ich als Hunsrücker, Handwerkerkind so einen Beruf mir gewählt habe und ein Filmemacher wurde. Und indem ich das zu ergründen versuchte, bin ich sozusagen in der Familiengeschichte zurückgegangen. Ich erzählte Geschichten aus dem Leben meiner Großeltern und da ich nicht genau wusste, wie das wirklich war, weil mir das auch nur bruchstückhaft erzählt worden ist, habe ich immer die fehlenden Stücke selbst erfunden. Also ich habe mir sozusagen in meiner eigenen Erinnerungsgeschichte eine eigene Familie und eine eigene Vorgeschichte gebastelt. Und das wurde der Stoff von Heimat letztendlich. Also es hat damit zu tun mit der Frage, wo komme ich her? Was sind meine ursprünglichen Antriebe? Was steckt in mir, was ausgedrückt werden will und wie ist die Welt, die ich hier antreffe? Die erste Heimat, wie es so inzwischen genannt wird, die erste Runde, bestehend aus 11 erzählerischen Teilen, hält sich noch in der ursprünglichen Region auf, spielt im Hunsrück, spielt in einem kleinen Dorf. Aber das war immer noch nicht meine Geschichte, denn ich hatte inzwischen in München Theaterwissenschaft und Literaturgeschichte studiert. Für mich war der Hunsrück nicht mehr der Lebensmittelpunkt. Ich hatte inzwischen auch selbst eine kleine Familie und 2 Kinder in München. Also war die zweite Frage, wie ist meine eigene Beziehung zu dem Begriff Heimat entstanden und so ist dieses Werk zustande gekommen. Es spielt sozusagen in dem Alter, in dem man seine ersten großen Berührungen mit der Wirklichkeit aufnimmt, zwischen dem 20. und 30. Lebensjahr. Diese Spannung der 20er Jahre im Leben. Meist sind es die Studentenjahre, es sind aber auch die Jahre der frühen Partnerwahl, es sind für viele die Jahre der ersten Familiengründungen, es sind die Jahre der großen Träume und aber auch die Jahre der ersten großen Enttäuschungen. Das wurde der Stoff für die zweite Heimat und ich sage heute, es ist mein eigentliches
Hauptwerk geworden. Wir haben an diesem Film 5 ganze Jahre gearbeitet. Also meine beiden Darsteller, die heute hier sind, die Salome Kammer und der Henry Arnold, haben das miterlebt, was das bedeutet, 5 Jahre zu drehen. Einen normalen Spielfilm dreht man in, sagen wir mal, 6 Wochen. Aber im Vergleich zu 6 Wochen oder 30 Drehtage ist bereits viel für einen Spielfilm. Und wir hatten fast 600 Drehtage. Also da wächst man in eine eigene Welt hinein, in eine Fiktion. Und die Gedanken und die Figuren, mit denen man sich dort auseinandersetzt, nehmen ein solches Eigenleben an, dass man am Ende gar nicht mehr weiß, wo man eigentlich ist. Also als wir fertig waren mit den Dreharbeiten, wusste ich nicht mehr, wer der Präsident der Vereinigten Staaten ist. Weil das habe ich einfach in der Zeit nicht mitgekriegt. Das hat mich auch gar nicht interessiert. Also so geht das, einen solchen Film zu machen. Ja, wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, dass das auch wahnsinnige Zeiträume sind. Also das ist vor 30 Jahren, das ist jetzt mittlerweile auch wieder 30 Jahre her, drehst du einen Film über die 60er Jahre, die damals 30 Jahre her waren. Ne? Ja. Und mit Menschen, die da 30 sind, ja, also die praktisch die Hauptdarsteller und so weiter und so fort. Also ganz, ganz verschiedene Zeiträume, auch wie der historische Zeitpunkt wahrgenommen wurde. Nicht nur von dir als jemand, der, du distanzierst dich ja zweifach in der zweiten Heimat von deiner eigenen Biografie. Er spielt 10 Jahre später, als du studiert hast in München, von 60 bis 68, 70. Und dann ist der Protagonist, obwohl es auch viel um Filmemacher, dein erster Film ist dort auch zu sehen mit der alten Oper, geht es um Musik, um eine Musikerkarriere. Ja, also das ist sehr interessant, was du da feststellst, nämlich, dass die zweite Heimat ist ein historischer Film. In den 1980er Jahren gedreht und spielt und handelt in den 60er Jahren. Was das für die Filmherstellung bedeutet, das können Sie sich gar nicht ohne weiteres ermessen, wenn man Straßenszenen dreht. Da ist nicht ein einziges Auto und nicht ein einziger Fußgänger, der vorbeigeht, passend. Man muss den gesamten Straßenverkehr inszenieren, man muss jeden Schuh anschauen, jede Haare, jede Frisur. Und dann, wenn man es ganz gut macht, ist es so, dass es keiner merkt. Also diese ganze Mühe läuft eigentlich darauf hinaus, dass man das Gefühl hat, der Film spielt halt in den 60er Jahren und ist gar nicht in diesem Sinne ein Rückblick in einen Teil der Geschichte. Und aus dem heutigen Abstand, wo wiederum 30 Jahre vergangen sind, erst recht. Denn was ist der Unterschied zwischen 1980 und 1960 in der Mode oder auch im Bau der Fahrzeuge und so weiter? Das hat man nicht so auf der Platte. Man weiß das nicht so genau zu unterscheiden. Aber damals, als wir den Film drehten, mussten wir das sehr genau unterscheiden, weil zu der Zeit war unser Publikum noch up to date und die wussten ganz genau, welches Auto und welches Baujahr zusammenpassen. Also das auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben wir jetzt, wie du sagst, wieder 30 Jahre hinter uns. Damals waren wir noch nicht im digitalen Zeitalter. Damit hat sich unglaublich viel verändert. Das Filmmaterial, mit dem man damals arbeitete, was man heute das analoge Material nennt oder die analoge Methode, bestand aus photochemischem Material, das in Laboratorien entwickelt werden musste. Man konnte also die Filmaufnahmen, die man an einem Tag gemacht hat, frühestens 2 Tage danach zu sehen bekommen. Das musste durch einen Laborprozess und so weiter, und man konnte nicht dann, wenn man gerade eine Szene gedreht hat, das gemeinsam anschauen und bestimmen, ob es gut gelungen ist oder nicht. Aber es gibt auch noch ein anderes Problem dabei. Das analoge Filmmaterial ist nicht haltbar.
nach etwa 30 Jahren zerfällt es in den Archiven. Man macht eine Filmdose auf und es riecht nach Essigsäure und in den Filmrollen entstehen zersetzende Säuren, die das Bildmaterial auffressen. Viele Filme, unersetzbare Werke der Filmgeschichte gehen auf die Weise zurzeit verloren und es ist sehr aufwendig und sehr zeitaufwendig und auch sehr teuer, dieses Material zu restaurieren. Wir haben uns gesagt, das muss jetzt sein. Wir sind auch großzügig gefördert worden von der Filmförderungsanstalt in Berlin, die uns geholfen hat bei der Restaurierung der zweiten Heimat. Und auch das hat wieder 4 Jahre gedauert. 4 Jahre haben wir in einem Digitalstudio, das wir zu diesem Zweck teilweise neu eingerichtet haben, das Material Bildchen für Bildchen digitalisiert und mit digitalen Maschinen restauriert, die Farben wiederhergestellt, Flecken ausgebessert, Schrammen entfernt und was man sonst so machen kann, um das Material erst einmal zu retten. Das Ergebnis ist dann, dass man einen Datensatz hat von dem gesamten Werk. Dieser Datensatz aber ist immer noch Rohmaterial. Jetzt kommt noch mal eine nachträgliche Bearbeitung. Wie sollte es eigentlich aussehen? Da hat man nicht mehr das Material selbst als Vorbild, sondern seine Erinnerung. Für mich war das als Filmemacher die Frage, was habe ich eigentlich gewollt, was habe ich eigentlich erzählen wollen? Und das wiederherzustellen in dem Material war dann die Aufgabe. Und da gibt es ein Merkmal der Heimat, das gilt für die gesamte Trilogie. Wir haben in Farbe und in Schwarz-Weiß wechselhaft gedreht. Darüber wird man vielleicht noch oft sprechen beim Ansehen dieses Werkes. Aber es ist ein Charakteristikum der Heimat, dieser Wechsel immer wieder von Farbe auf Schwarz-Weiß und umgekehrt. Das war in der analogen Zeit sehr schwer zu realisieren, denn Schwarz-Weiß-Film war Schwarz-Weiß-Film. Der konnte nicht irgendwie farbig gemacht werden und Farbfilm war Farbfilm, erforderte eine ganz eigene Technik und Chemie bei der Bearbeitung. Das war auch nicht in Schwarz-Weiß zu verwandeln und die Übergänge zwischen diesen beiden Formen waren äußerst schwer. Wir haben für die Premieren die Schwarz-Weiß-Teile von Hand in die Kopien einkleben müssen, sodass man eigentlich ganz wenige Kopien nur herstellen konnte. Sie waren alle von Hand gemacht und das war dann schwierig in der Vorführung, weil das Schwarz-Weiß-Material einen anderen Schärfenfokus hat. Ich habe bei der Premiere der zweiten Heimat im Saal gesessen mit einem Fernbedienungsgerät und bei jedem Schnitt, wo es um Farbe und Schwarz-Weiß ging, den Fokus korrigieren müssen. So schwierig war das. Und jetzt, im digitalen Zeitalter, ist das alles kein Problem mehr. Ich war unglaublich glücklich, als wir an diesem Punkt ankamen, vor etwa 3 Jahren, dass wir die Ästhetik, die mir vorgeschwebt hat, dieser Wechsel von Farbe und Schwarz-Weiß, in einer fließenden, ganz natürlichen Form digital realisieren konnten. Als wir das Material dann anschauten in Testvorführungen, da war die Salome auch immer wieder dabei und wir waren so erstaunt über unseren eigenen Film, dass wir sagten, ist das ein schönes Werk? Wie haben wir das hingekriegt? Und da gibt es etwas, was ich unbedingt sagen möchte. Wenn man diesen Film anschaut, sieht man gerade an den Hintergrunddetails, an den beiläufigen Dingen, was für ein begeistertes Team da mitgewirkt hat. Denn ein Film macht nicht einer alleine. Zu einem Film gehören Fachleute von allen Richtungen. Wenn Sie mal achten auf die Kostüme, auf die Frisuren, auf die Requisiten, auf die Hintergründe, wie sind die Straßenszenen belebt, welche Personen gehen durchs Bild, was haben die für eine kleine Nebengeschichte, die nicht besonders erwähnt wird.
da sind so viele wunderbare Ideen mir zugeflossen durch meine Mitarbeiter. Da war eine so begeisterte Atmosphäre. Jeder Drehtag war ein Erlebnis von sprudelnden Ideen. Und das über 5 Jahre. Das war das wahre Glück, muss ich sagen. Und deswegen ist mir dieser Film Die zweite Heimat der Liebste, weil das war die glücklichste Zeit meines Lebens, in der dieser Film entstanden ist. Also so viel zu diesem Thema. Komm mal zu deinem, zu einem Ausschnitt aus deinem wunderbaren Buch Filmzeit, Lebenszeit, eine kurze Sequenz, die vorgelesen wird. Ich möchte aber auch noch, also es ist sehr zu empfehlen, das werden Sie auch gleich hören, das saugt einen richtig rein und man möchte weiterlesen sofort, nochmal an unser Buch zu erinnern, die Edgar Reitz, die große Werkschau. Das ist, da sind wirklich seine Werke auch nochmal mit aufgeführt und auch die Dialoge, die mit dem Publikum, mit dem Nürnberger Publikum geführt wurden damals 2018, die sind dort auch nachzulesen. Also zu dem Buch möchte ich kurz noch was sagen. Als vor nunmehr fast 3 Jahren das mit der Pandemie losging, das war Mitte März 2020. Da sagte ich mir, das ist der Moment, wo ich meine Memoiren schreiben muss. Aus einem einfachen Grund, ich hatte das jahrelang vor mir hergeschoben. Es gab auch immer wieder einen Verlag, der mich bedrängte und die meinten, das wäre jetzt an der Zeit und ich käme in das Alter, wo man das machen muss. Und dann habe ich mir gesagt, wenn man schon nicht rausgehen darf und wenn man keine Filme drehen darf, dann schreibe ich jetzt endlich meine Lebenserinnerungen. Und ich habe mir natürlich überhaupt nicht vorstellen können, wohin das führt. Denn auch da findet das statt, was ich in dem Buch das Großvaterprinzip nenne und was ich vorhin im Zusammenhang mit meinem Großvater erwähnt habe. Das Erzählen hat ein ganz eigenes Verhältnis zur Wahrheit. Es geht in der Erzählkunst nicht um die Wahrheit im einfachen, banalen Sinn. Es geht immer auch darum, mit der Fantasie die Erinnerung mit so viel Fantasie aufzufüllen, dass sie wieder anfängt zu leben. Denn das, was wir in unserer Erinnerung mit uns herumtragen, das ist sozusagen in einem inneren Archiv, das lebt nicht. Erst wenn man es neu erzählt und mit entsprechend viel Emotion und Fantasie auffüllt, fängt es wieder an zu leben. Das heißt, es wird wahrer als die Wahrheit in einer gewissen Weise. Und so ist auch diese Biografie zu sehen, eher als ein literarisches Werk, als ein Dokument. Das hat den Titel Filmzeit, Lebenszeit und ist bei Rowohlt erschienen und überall zu haben. Und wenn Henry Arnold jetzt daraus etwas vorliest, dann wissen Sie, um was es sich handelt. Ja. Erwachen. Ich habe einmal in mein Tagebuch geschrieben, jeder Tag unseres Lebens könnte den Stoff für einen großen Film abgeben. Man muss nur genau hinschauen und erkennen, wo das Erzählen zur Lust wird. Also fange ich mit dem heutigen Tag an. Ich wache ein paar Stunden früher auf als sonst. Etwas beunruhigt mich. Ein Schmerz in der rechten Hand. Der Rest eines Traumes, was hat mich plötzlich so hellwach sein lassen? Ich spüre meine vom Schlaf trockenen Lippen, habe Durst. Die Hand verkrampft sich, der Mittelfinger hebt sich aus der Fingerreihe, widersetzt sich meinem Willen. Ich stehe auf, massiere die Hand, halte sie im Bad unter den Wasserhahn, zuerst warmes Wasser, dann kaltes. Der Krampf löst sich. Es ist still im Haus. Salome schläft noch. Ich gehe mit leisen Schritten die Treppe hinab in die Küche. Während der Wasserkocher brodelt, durchsuche ich die vielen Teebeutel und entscheide mich für Verbenentee, den ich in einer Kanne aufgieße. Bei der Rückkehr ins Schlafzimmer
komme ich an der Tür vorbei, hinter der im Halbdunkel Salomes Bett steht. Nur ihr Haarschopf schaut unter der Decke hervor. Ich erreiche mein Bett, setze mich, schlürfe den heißen Verbenenaufguss und denke über mein Leben nach. Mein Leben mit Salome seit mehr als 30 Jahren in diesem Haus. Eines Tages wird unsere Zeit zu Ende sein. Ich schmecke den Tee und erschrecke vor der Zeit. Ich bin 87 Jahre alt. Ich betrachte meine Hände, die sich an der Teetasse wärmen. Es sind die Hände meines Vaters. Schmal, sehnig, fähig, kleinste Gegenstände zu fassen. Mein Vater war Uhrmacher. Deutlich sehe ich nun seine Hände vor mir, wie sie nach den Werkzeugen tasten, die rechts von seiner Arbeitsfläche in einer bestimmten Ordnung aufgereiht sind. Die Flachzangen, die Rundzangen, die Beißzange, die Schraubenzieher, die Stichel und Punzen, die Gewindeschneider, die Hämmer und die Feilen. Vater arbeitet mit der Uhrmacherlupe vor dem Auge, mit beiden Ellenbogen auf die Werktischkante gestützt, mit beiden Handgelenken auf die Unterlage, voll konzentriert auf das Uhrwerk, das im Lichtkegel der Arbeitsleuchte mit seinen polierten Messingteilen und Lagerrubinen vor ihm aufleuchtet. Nichts wird direkt mit den Fingern berührt, sondern an bestimmten Stellen mit bestimmtem Griff nur mit der Pinzette, bestenfalls mit der feinen Rundzange. Die eigentliche Arbeitsfläche ist nicht größer als ein Blatt Briefpapier, markiert mit einem Holzrähmchen. Täglich wird ein frisches Löschblatt in das Rähmchen gelegt, das die leuchtend weiße Unterlage bildet. Vaters Hände wissen immer, was zu tun ist. Unfassliche Ruhe geht von ihren Bewegungen aus. Die kleinsten Bauteile einer Damenarmbanduhr finden sofort ihren Platz in dem Uhrwerk. Kleinste Schrauben, Zapfen, Ankerstifte oder Lagersteine, ein Stups mit der Pinzettenspitze oder eine Annäherung mit dem winzigen Schraubenzieher, schon sitzen die Teile am richtigen Ort, lassen sich austauschen, fixieren, vernieten, festschrauben. Ich bin 4 Jahre alt. Kaum kann ich über die Werktischkante schauen, weiß noch nicht, was der Vater da macht, aber ich bewundere ihn. Will lernen, wie er zu sein, zu verstehen, was er da macht. Seine Hände sind riesig groß, wenn sie die Arbeit loslassen und meinen Kopf streicheln. Meine früheste Erinnerung ist Vaters Hand, die meine kleine Hand hält. Ich gehe an seiner Hand über den Marktplatz. Wir folgen zwei Männer, die den Unterteil eines Küchenschranks tragen. Sie tragen das Möbel zu unserem neuen Haus. Wir ziehen um. Ich sehe diese Szene aus der Perspektive eines Kindes, dessen kleine Hand von der warmen, langgliedrigen Uhrmacherhand gehalten wird. Wenn ich nachrechne, erscheint mir diese Erinnerung unglaublich. Ich kann nicht älter als 2,5 Jahre gewesen sein, denn der Umzug aus dem angemieteten Geschäft am unteren Markt des Hunsrückortes Moorbach in das neu gebaute Haus in der Biergasse fand im späten Sommer 1935 statt. Meine Schwester Heli war noch in der alten Wohnung geboren worden, konnte noch nicht laufen und war deswegen in der Obhut der Mutter geblieben. Aber ich schon mit dem Vater auf eigenen Wegen. So fühlt sich Erinnerung an. Jetzt, mit der Teetasse auf der Bettkante sitzend, packt mich eine seltsame Angst. Die Gedanken suchen Halt an der Erinnerung an Vaters Hände, Hände, die längst in Erde verwandelt auf dem Dorffriedhof verschwunden sind. Etwas Unausweichliches haben solche Gedanken an sich, sind wie eine Krankheit mit schlechter Prognose. Also sage ich mir, verweile nicht, du hast noch viel zu tun, geh es an. Als ich das Schlafzimmer verlasse, steht Salome vor mir. Wir treffen uns exakt in der Mitte zwischen unseren Zimmern und sehen uns in die Augen. Ein Erschrecken? Hatte sie die gleichen Gedanken wie ich?
ein Begrüßungslächeln von ihr und von mir. Im selben Moment verdrängen wir unsere Nachtgedanken. Wir nehmen uns in die Arme. Das hilft. Seit 30 Jahren Trost. Kann so ein Film beginnen? Von was kann er handeln? Wenn es wahr ist, dass jeder Tag den Keim für eine große Geschichte in sich trägt, dann hätte ich bis heute mehr als 30.000 Mal vor diesem Feld der keimenden Geschichten gestanden und versagt. Mehr als 30.000 nicht erzählte Geschichten oder nicht gedrehte Filme, das wäre ein grauenhafter Scherbenhaufen als Lebensbilanz. Ich will es nicht übertreiben mit meiner kleinen Theorie. Natürlich kann meine Rechnung nicht stimmen, denn wenn ich wirklich mit den Erlebnissen eines beliebigen Tages beginne, einen Film zu erzählen, wäre bereits der folgende Tag nicht mehr das, was er einmal hätte sein können. Er wäre kein Anfang mehr, sondern eine Fortsetzung. Und gerade ich sollte wissen, wie es sich anfühlt, sich auf die Konsequenzen des unendlichen Erzählens einzulassen. Schließlich war ich fast 30 Jahre lang im Geschichtenkosmos der Heimat gefangen. Ich erlebte 10.000 Fortsetzungen, eine wahre Achterbahn von Kämpfen und Zweifeln. Der heutige Tag wäre vermutlich im Meer der nicht erzählten Geschichten untergegangen, wenn ich nicht begonnen hätte, diese Zeilen zu schreiben. Mit dem Verbenentee auf der Bettkante, dem Blick auf die Hände des toten Vaters und dem Schrecken eines liebenden Paares vor der unerbittlich vergehenden Zeit, damit beginnt dieses Buch der Erinnerungen. Das Erzählen war in meinem Leben immer das einzig verfügbare Mittel gegen die Angst. Im Erzählen bringen wir die Erinnerungen in Sicherheit. Wir retten sie, indem wir sie neu zusammensetzen und zu Bestandteilen von Geschichten machen, die ihre eigenen Gesetze haben. Erinnerungen sind in unserem Gedächtnis schlecht untergebracht. Sie bleichen aus und verschimmeln. Wenn wir sie nicht in Geschichten verpacken, verschwinden sie auf Nimmerwiedersehen. So wie die Filme verschwinden, wenn wir sie nicht immer wieder anschauen. 26. Hier müsste man einen Film drehen. Eines Tages erhielten wir die Nachricht, dass der französische Filmemacher und Universalkünstler Jean Cocteau in München erwartet würde. Schon seit Jahren gab es unter den Freunden leidenschaftliche Verehrer der Filmkunst. Das von Fritz Falter in der Schwabinger Ockhamstraße betriebene Kino war ein Ort, an dem wir zahllose Stunden verbracht hatten, bevorzugt mit den französischen Filmen der Nachkriegszeit. Wir verehrten sie wegen ihrer Bildsprache und ihre Titel leuchteten von den Postern herab in unsere Untermietzimmer. Ich erinnere mich an die Sartre-Verfilmungen »Les Jeux sont faits« und »Les Mansal« oder Titel wie »Les Enfants du Paradis«, »Hôtel du Nord« oder »Quai des Brumes«. Die magischen Augen der Schauspielerin Michelle Morgan trafen mich bis auf den Grund der Seele. Ich fand die Filme aus Frankreich sehr literarisch. Man verstand sie besser, wenn man beim Blick auf die Leinwand innerlich mitsprach. Es war, als ob nicht die Bilder selbst sprachen, sondern der mit den Augen lesende Zuschauer. Man kennt den Satz, der Film entstehe erst im Kopf des Zuschauers. Genau das schien diese neue Kinoerfahrung zu meinen. Auch Filme aus Italien waren oft Gesprächsthema unserer Nächte im Fuchsbau gewesen. Hier ging es um eine andere Auffassung von Filmkunst, die sich mit der Gegenwart befasst, mit den Realitäten und Widersprüchen des täglichen Lebens. Darin Poesie und Schönheit zu entdecken, das begeisterte uns an den italienischen Filmen. Wir nannten dieses Filmwunder poetischen Realismus. Filme wie »Fahrraddiebe« oder »Das Wunder von Mailand« von De Sica waren poetische Realismuswunder. In Falters Ockham-Studio wurden diese Filme immer wieder gezeigt, ebenso die Werke von Rossellini, Visconti oder Fellini. Wir kannten alle Filme dieser Autoren, aber Cocteau war einer, den wir besonders verehrten, weil er ein Universalpoet war und in seinen Filmen eine eigene magische Welt erschaffen hatte.
Orpheus war der rätselhafte Lieblingsfilm, der zu immer neuen Deutungen seiner Bilder herausforderte. Untilgbar blieben in der Erinnerung die schwarz gekleideten Motorradfahrer als Boten des Todes. Als bekannt wurde, dass Jean Cocteau von einigen Journalisten der Süddeutschen Zeitung eine Führung durch das Zentrum der Stadt erhielt, schlossen wir uns der Besichtigungsgruppe an. Viele Gebäude des alten München lagen immer noch in Trümmern. Als man dem Meister aus Frankreich die Ruine des Nationaltheaters zeigte, sagte er zu den umstehenden Journalisten: Hier müsste man einen Film drehen. Mit diesen Worten, die hinterher in der Zeitung standen, öffnete der alte Filmmacher uns Jungen die Augen. Wie sehr hatten wir uns in unserem studentischen Alltag in den Anblick der vielen Kriegsruinen gewöhnt. Wie sehr hatte unsere Generation von diesen Metaphern für Krieg und Größenwahn der Väter die Augen verschlossen. Und die Ruinen des Opernhauses waren, das sahen wir plötzlich mit neuem Blick, tatsächlich von besonderer Dramatik. Es war, als lebten die verstummten Tragödien noch immer in diesen Wänden, als hätte das Mauerwerk über Jahrzehnte die Musik und die Stimmen der Sänger in sich aufgesogen und sei damit geradezu elektrisch aufgeladen. Schon sah man, wie sich die Natur in dem Gebäude ausbreitete. Im ehemaligen Orchestergraben hatte sich ein See gebildet. Auf den Rängen wuchs unverschämtes Buschwerk und mitten auf der mit Schutt gefüllten Bühne stand eine wilde Birke. Wir waren fasziniert. Bald schon verbrachten Bernhard, Stefan und ich viele Tage in der Ruinenlandschaft, zu der vor allem auch die Gesamtanlage der benachbarten königlich-bayerischen Residenz gehörte. Auch hier Trümmer, soweit man sehen konnte. Es war eine für unsere Augen unfassliche feudale Pracht, deren Reste überall noch zu spüren waren, an abgeblätterten Wandfresken, an von Gras überwachsenen Mosaikböden, an geborstenen Gewölben und Stuckaturen. Die Gebäude waren kaum abgesichert und nicht verschlossen. Wir kannten alle geheimen Zugänge und drangen ins Innere der Ruinenstadt vor, bis zu dem einstigen Rückzugsort der Prinzen und ihres Hofstaates. Wir entwickelten immer konkretere Ideen für einen Film. Es sollte eine Hommage an Cocteau werden. Ohne dass wir ihn je persönlich kennenlernten, ohne dass er sich je an uns gewandt hätte, war es er, der unsere Augen zu Kameraaugen machte. Denn uns erzog die Schönheit der Ruinen. Diese Verszeile von Boris Pasternak hatte Sascha einmal ins Deutsche übersetzt und uns Freunden immer wieder vorgetragen. Sascha sah in der Gedichtzeile die absolut gültige poetische Generationsperspektive auf unsere Nachkriegswelt. Wir kannten die Worte, doch jetzt erst war uns der Sinn dieses Gedichtes klar geworden. Er wurde zum unausgesprochenen Motto unserer ersten Filmarbeit. Wir machen einen Absatz, würde ich noch anschließen, darf ich? Das ist dein Buch. Wir machen einen Film. Wie leicht ist ein solcher Satz auszusprechen, aber wie groß ist die reale Verlegenheit von drei Studenten, von denen keiner weiß, wie man eine Kamera in Gang setzt oder einen Schnitt ausführt. Niemand von uns hatte je eine professionelle Filmkamera aus der Nähe gesehen, geschweige denn in den Händen gehalten. Es gab im ganzen Land keine Filmschule und an keiner Universität wurde Film gelehrt. Es existierte zwar eine deutsche Filmindustrie, die in dieser Zeit schon die Boulevardblätter beschäftigte, sie war seit dem Kriegsende aus Restbeständen und dem Personal der UFA entstanden und produzierte an mehreren Orten des Landes wieder Filme. Der deutsche Nachkriegsfilm hatte sogar Erfolge vorzuweisen, die Kinos, soweit sie den Krieg überstanden oder wieder aufgebaut worden waren, florierten und einige Produzenten, Regisseure und vor allem Schauspieler verdienten viel Geld mit der Herstellung von Heimatschnulzen, Trümmerdramen oder Revuen. Wir jungen Künstler verachteten die deutschen Filme jener Zeit abgrundtief. Ich wäre mit keinem Argument zum Besuch eines dieser deutschen Kinofilme zu bewegen gewesen. Wer etwas auf sich hielt, weigerte sich, diese Unterhaltungsprodukte, die nichts anderes waren als die UFA-Ideologie, nur ohne Goebbels,
überhaupt zur Kenntnis zu nehmen. Niemand wäre auf die Idee gekommen, sich bei einem der Filmhersteller um einen Job zu bewerben. Folglich war der Weg zum eigenen Film auf doppelte Weise verschlossen. Herr Edgar, du hast schon sehr, sehr viel angesprochen. Wir können wahrscheinlich den ganzen Abend über die zweite Heimat sprechen. Aber was mich nochmal so zeigt, ist, du hast den zweite Heimat genannt auch, weil er aus der ersten Heimat halt, die zeigt halt, dass man da geflohen ist. Also man flieht aus der ersten Heimat, man wird vertrieben sozusagen. Man gewöhnt sich sogar, und das nehmen ja die Hunsrücker bis heute an, hast du erzählt, böse. Er gewöhnt sich dort sein Hunsrücker Blatt ab und wird Hochdeutsch. Ja, meine Landsleute hassen die zweite Heimat. Warum? Im ersten Teil, das werden Sie jetzt heute schon erleben, kommt Herr Menschen, der aus Schabach nach München, und was macht er? Er besucht eine Schauspielschule und versucht, sich seinen Hunsrücker Dialekt abzugewöhnen. Das haben Sie natürlich im Hunsrück sehr übel genommen. Das würden Sie wahrscheinlich mit Fränkisch oder Bayerisch auch tun. Und auf die Weise habe ich da so meine speziellen Schwierigkeiten mit der zweiten Heimat dort erlebt. Das hat sich auch in anderen Milieus wiederholt, aber trotzdem war dieses Werk, das ich vorhin als die glücklichste Stunde meines Lebens bezeichnet habe, oder die glücklichsten Jahre, war dann international ein wirklich großer Erfolg, und wurden dann für alle diese Enttäuschungen auch wieder entschädigt. Du hast auch so erwähnt, halt, es war der, mit deinen Kurzfilmen könnte es der 8,5. sein. Wir kennen das Ganze von Fellini, dass man dann zurückblickt auf sein eigenes, auf das, wo kommt man her, wo will man hin, also was ist das? Das ist so ein Mythos in der Filmbranche oder in der Filmgeschichte. Mehrere Filmemacher, unter anderem Fellini, haben nach ihrem 7. Film einen wirklich ganz stark autobiografisch gefärbten 8. Film gemacht. Der Film von Fellini hat den Titel 8,5, erzählt da seine Kurzfilme als halben Film noch mit. Und wenn ich meine Filme zusammenrechne, dann sind es bis Heimat genau 7. Und die Kurzfilme dazu sind 7,5. So wurde dann Heimat der 8,5. Film auch bei mir. Es gibt in jüngster Zeit einen Film, den ich sehr verehre, der heißt Gabardo, Bardo von Iñárritu. Iñárritu ist ein mexikanisch-amerikanischer Filmemacher. Man kann diesen Film bei Netflix sehen, ich kann Ihnen den sehr empfehlen. Bardo ist ein Wort aus einer asiatischen Sprache und buddhistisch gefärbter Begriff, und der bezeichnet sozusagen das Zwischen, etwas zwischen zwei Menschen oder zwischen zwei Ereignissen. Es ist die Zwischenwelt gemeint damit. Davon handelt der Film von Iñárritu. Also das nur mal so nebenher. Dieser Mythos vom 8,5. Film trifft auch bei mir zu. Ich habe oft gedacht, hoffentlich ist es nicht die Story der 10. Sinfonie bei den Komponisten, die ja immer eine Unglückssinfonie wird. Bei mir, ich bin sozusagen dieser Zahl entflohen, indem ich dann Filme machte, die alle Maße überschritten. Also als der 8,5. fertig war, war es nicht der 8,5., sondern der 20. oder 22., wenn man die Teile zusammenrechnet. Und dann haben wir auch noch eine sehr schöne Lesung aus dem Buch heraus, eine sehr schöne Geschichte, die zeigt auch, wie zwei
Also das Verhältnis zwischen zwei Künstlern, die da zusammenarbeiten, und das ist die Sache mit Alexander Kluge und dir. Du bist ja auch praktisch einer der Gründerväter, einer der Ersten. Wir hatten eben die Sprache davon, dass es damals, als du warst, keine Filmhochschulen gab. Und du bist einer derjenigen, der praktisch mit dafür gesorgt hat, dass die ersten Filmschulen hier in Deutschland überhaupt existieren. Also es gab ja ein großes Datum in der deutschen Filmgeschichte, an dem ich teilgenommen habe, die sogenannte Oberhausener Protesterklärung von 1962. Und wir waren 26 junge Regisseure, die eins gemeinsam hatten: sie waren Bürger eines Landes, in dem es keine Filmschule gibt. Das einzige Land Europas übrigens damals. Und wir wollten diesen Mangel unbedingt beheben und sagten, wir gründen jetzt selber eine Filmschule aus unserer Generation heraus. Und wir hatten alle Kontakt mit der damaligen Hochschule für Gestaltung in Ulm, die eine eigene Vorgeschichte sozusagen, die waren die Erben des Bauhauses. Und wir fühlten uns den Vertretern dieser frühen Designer- und Kunstrichtung sehr nah und beschlossen dann in Ulm eine Filmschule an der Hochschule für Gestaltung zu gründen. Aus dem heraus ist das dann entstanden, eine Freundschaft zwischen mir und Alexander Kluge. Wir waren die beiden Gründer und wir haben 8 Jahre lang in Ulm gelehrt an dieser Hochschule, und die Erinnerung daran spielt in der Geschichte, die wir jetzt lesen, eine gewisse kleine Rolle. Es war eine Freundschaft entstanden, die auch über die Schule und diese Arbeit hinausging. Und Sie werden ihn wiedererkennen, wenn diese persönliche Geschichte erzählt wird. Eines Tages habe ich geschworen, mich niemals mehr in ein Auto zu verlieben. Dieser Schwur galt einem Auto, das mir zeitweise den Verstand geraubt hatte. Der Autoverkäufer zeigte mir einen Hochglanzprospekt mit Bildern des schönsten Autos aller Zeiten, wie er sagte. Es war ein Citroën DS21 Décapotable, ein Cabriolet, wie ich es noch nie gesehen hatte. Offenbar verliebte ich mich sofort, denn ich unterschrieb den Kaufvertrag am selben Tag. Da der Wagen in französischen Spezialwerkstätten in kleiner Stückzahl von Hand gefertigt wurde, dauerte es fast ein halbes Jahr, bis die Göttin geliefert wurde, die DS, wie das DS-Modell von Citroën im Französischen spielerisch genannt wird. Sie war tatsächlich zum Verlieben. Silber mit mattschwarzem Verdeck und bordeauxroten Ledersitzen. Bei offenem Verdeck war es ein Schiff, mit geschlossenem Verdeck ein Geschoss. Die DS war eine soziale Kontaktmaschine. In Frankreich erlebte ich oft, dass Leute mein Auto umkreisten und mich nach Herkunft und Technik fragten. Manche wollten wissen, ob der Wagen verkäuflich sei. Ich ging über solche Fragen natürlich hochmütig hinweg. Leider wurde die Göttin mit den Jahren immer kapriziöser. Sie blieb mitten auf der Autobahn stehen und pisste ihr ganzes Hydrauliköl auf die Straße. Das wirkte wie ein Infarkt. Kluge, der dieses Desaster als Mitfahrer auf dem Weg zum Kultusministerium in Stuttgart einmal miterlebte, führte die Panne auf meinen Gemütszustand zurück. »Sie spürt deinen Stress«, meinte er. »Ich müsse der Göttin besser zureden. Vielleicht könnte ich sogar ihre erogenen Zonen herausfinden und sie öfter mal streicheln.« Der herbeigerufene Pannendienst hatte übrigens große Schwierigkeiten, weil die DS bei Verlust der Hydraulik nicht abgeschleppt werden kann. Sie war mit allen 4 Füßen zu Boden gesackt. Einmal in München erlebte ich nach einem Einkauf in der Innenstadt, dass man die hydraulischen Gänge nicht mehr schalten konnte. Ich konnte nur noch rückwärts fahren. So blieb mir nichts anderes übrig, als mit abgesenktem Verdeck rückwärts durch die ganze Stadt zur Werkstatt zu fahren. Ein lächerlicher Anblick, dem ich mich da aussetzte. Aber die größte Blamage bereitete mir die Göttin im August 1973,
als ich mit Petra über die Sommerferien in die Bretagne fuhr. Mit Kluge hatte ich vereinbart, dass auch er in die Bretagne käme, wenn wir für ihn eine angenehme Unterkunft fänden. Ich schickte ihm ein Telegramm und wir konnten ihn bald darauf am Flughafen von Lorient abholen. Er war in Begleitung einer neuen Freundin. Sie hieß Irene und war eine sehr kluge, etwas spröde junge Frau, die sich rasch an Kluges Seite Respekt verschaffte. Die beiden bezogen ein Appartement, das in der Etage unter uns lag. Die Geschichte handelt am ersten Tag nach ihrer Ankunft. Wir, die wir schon ortskundig waren, fuhren mit den beiden zu einem der schönsten Strände. Das Badegebiet lag hinter einem kleinen Dünengebirge, sodass man das Auto neben einem der Feldwege stehen lassen musste, um den Rest des Weges zum Meer zu Fuß zurückzulegen. Wir trugen unsere Badesachen zum Wassersaum, richteten uns dort gemütlich ein und sonnten uns, plauderten, schäkerten und planschten den ganzen Tag. Als sich der Sonnenuntergang näherte, kehrten wir zum Auto zurück. Wir stiegen ein und ich betätigte den Starterhebel. Man hörte das Anlassergeräusch, aber der Motor sprang nicht an. Ich versuchte es immer wieder, ohne Erfolg. Wir stiegen aus, öffneten die Motorhaube, ich kontrollierte die Zündkabel, die Benzinzuleitung, alles schien in Ordnung. Kluge kam zu dem Schluss, es müsse an meiner Hysterie liegen. Hysteriker, zu denen er mich rechnete, obwohl er es am ehesten war, sendeten seiner Meinung nach die in der Parapsychologie beschriebenen Psi-Strahlen aus, die eine sensible Elektronik wie die der DS stören könne. Schließlich verlangte er, dass ich mich in das benachbarte Dünental zurückziehe, damit meine Psi-Strahlung abgeschirmt sei. Inzwischen versuchte er, den Motor zu starten. Wieder verweigerte sich die DS. Kluge war ganz versessen darauf, seine Hysterietheorie experimentell unter Beweis zu stellen. Irene sei die am wenigsten hysterische Person. Sie musste jetzt den Motor starten, während Kluge Petra und mich in ein noch tieferes Dünental dirigierte, wo wir uns ducken sollten, damit unsere Strahlung mit Sicherheit am Boden bliebe. Aber leider konnte auch Irene den Wagen nicht zum Laufen bringen. Inzwischen waren verschiedene Badegäste auf uns aufmerksam geworden und näherten sich, um uns zu helfen. Die französischen Männer sind leidenschaftliche Bastler. Sofort schraubte einer von ihnen die Zündkerzen heraus und putzte die Kontakte. Ein anderer begann, die Einspritzpumpe zu zerlegen, was aber auch nicht half. Schließlich wollte ein Familienvater zum Dorf fahren und dort den Abschleppdienst beauftragen. Da ich aber wusste, dass man eine DS nicht abschließen kann, nahmen wir das Angebot eines weiteren Badegastes an, der uns vier zu unserer Chaumière brachte. Es war schließlich auch schon Nacht geworden. Am nächsten Morgen half uns die Vermieterin, die Citroën-Niederlassung in Campé zu verständigen. Wir konnten noch frühstücken, dann kam der Pannendienst. Kluge ließ es sich nicht nehmen, mit zum Strand zu fahren. So leiteten wir den Mechaniker und den Fahrer des Abschlepp-LKWs zur Badestelle des Vortages. Als wir uns dem Gelände näherten, wurden wir von einer Militärstreife angehalten. Der Soldat teilte uns mit, dass dieser Strandabschnitt für eine Militärübung abgeriegelt sei. Wir versuchten zu erklären, dass unser Auto im abgesperrten Gebiet stehe. Der Wachsoldat erklärte, es könne trotzdem nicht erlaubt werden, das Gelände zu betreten, weil mit scharfer Munition geschossen würde. Da erwachte Kluges Militärherz. Er verlangte, den diensthabenden Offizier zu sprechen. Wir wurden zu einem Kommandozelt geleitet, neben dem der Weg mit einem Schlagbaum versperrt war. Kluge stieg aus und sprach auf den Offizier ein, der Kluges bruchstückhaftes, aber umso vehementer vorgebrachtes Englisch nicht verstand. Es hieß, dies sei ein NATO-Manöver und das Kommando sei in Brüssel angesiedelt. Kluge verlangte nach einem Feldtelefon, um mit Brüssel verbunden zu werden. Inzwischen sahen wir, wie große Artilleriegeschütze aufgefahren wurden, die mit Donnergetöse ihre Granaten auf ein Schiffswrack schossen, das weit draußen auf dem Meer unter den grell aufleuchtenden Explosionen zu erkennen war. Wir konnten deutlich sehen, dass die Granaten in flachen Bogen direkt über meine DS hinwegschossen. Die Göttin stand mitten im Gefechtsfeld zwischen den Dünen und funkelte in der Sonne. Kluge bekam tatsächlich eine Verbindung zu einem Beamten in Brüssel.
der aber ebenfalls nichts ausrichten konnte, da auch in Brüssel keine Entscheidung möglich war. Jetzt ließ Kluge erst recht nicht locker. Er ließ sich mit dem Pentagon verbinden. Ja, ich höre immer noch das Wort Pentagon in meinem Erinnerungsohr. Kluge stellte sich immer korrekt mit Doktortitel vor und fragte seine Gesprächspartner kundig nach ihrem Dienstgrad und ihren Kompetenzen. Schließlich erreichte er tatsächlich, dass von oberster NATO-Behörde für unseren Strandabschnitt eine Gefechtspause von 15 Minuten angeordnet wurde. Wir sprangen in den Abschlepp-LKW und während die Geschütze das Feuer einstellten, fuhren wir zu der schönen, widerspenstigen Göttin. Der Fachmann von Citroën wusste sofort, was zu tun war, und zog den Wagen mittels einer Seilwinde auf die Ladefläche des LKW. Ich musste auf dem Fahrersitz meiner DS Platz nehmen und das Steuer halten. Ich war nun ein paar Minuten mit der Göttin alleine und flüsterte ihr zu: »Du hast mich ganz schön in Schwierigkeiten gebracht mit deinen Zicken. Wenn du so weitermachst, ist es aus mit unserer Freundschaft. Es gibt tatsächlich Interessenten, die dich kaufen wollen. Ist dir das klar?« Die Göttin war nun auf dem LKW und wurde mit Gurten verschnürt. Als Kluge und die beiden Frauen in den Abschleppwagen gestiegen waren, gab ich Zeichen, dass ich in der DS bleibe. Wir fuhren los. Da kam mir ein Gedanke, den ich bei keinem anderen Auto gehabt hätte. Ich drehte den Zündschlüssel und betätigte den Starterhebel. Unverzüglich sprang der Motor an und der Wagen begann sich wie üblich zu heben. Ich schaltete ihn sofort wieder aus. Langsam senkten sich die Räder unter den Luftfedern. Jetzt hatte ich sie ertappt, die Göttin. Wenn hier jemand hysterisch war, dann war sie es. Niemand hatte mein Experiment bemerkt. Als wir in unserer Ferienwohnung ankamen, musste ich eine Entscheidung treffen. Entweder ich verrate den Freunden, was die Göttin mit mir gespielt hat, oder ich überlasse es dem Pannendienst, das Geheimnis zu ergründen. Ich sagte nichts. Der LKW brachte den Wagen nach Compé in die Werkstatt, wo wir ihn am folgenden Tage abholen konnten. Die Mechaniker hatten keinen Fehler finden können. Der Wagen lief einwandfrei und gehorchte mir monatelang aufs Wort. Ja, aufs Wort. Denn ich hatte mir angewöhnt, mit ihr zu sprechen und eine bestimmte Stelle auf dem Armaturenbrett zu streicheln. Die Göttin belohnte mich auf vielen einsamen Fahrten mit ihrem zarten Schnurren und sanften Wiegen, wenn ich ihr meine geheimsten Geheimnisse anvertraute. Das letzte Lied, was wir zusammen interpretieren, ist eine Vertonung von Peter Fischer, ein kleiner Text von Kurt Tucholsky, Zwei fremde Augen. Und das singt die Clarissa im zweiten Teil auf dem großen Fest im Fuchsbau. Und wird nicht von Hermann begleitet. Im Film wird sie nicht von Hermann begleitet. Nein, nein. Wenn du zur Arbeit gehst am frühen Morgen, wenn du am Bahnhof stehst mit deinen Sorgen, da zeigt die Stadt dir asphaltglatt im Menschentrichter Millionen Gesichter. Zwei fremde Augen, ein kurzer Blick, die Braue, Pupillen, die Lider. Was war das? Vielleicht ein Lebensglück. Vorbei, verweht, nie wieder. Du gehst dein Leben lang auf tausend Straßen, du siehst auf deinem Gang, die dich vergaßen. Ein Auge winkt, die Seele klingt. Du hast's gefunden, nur für Sekunden. Zwei fremde Augen, ein kurzer Blick. Die Braue, Pupillen, die Lider. Was war das? Von der großen Menschheit ein Stück. Vorbei, verweht, nie wieder.
musst auf deinem Gang durch Städte wandern, siehst einen Pulsschlag lang den fremden andern. Es kann dein Freund sein, es kann dein Feind sein, es kann im Kampfe dein Genosse sein. Zwei fremde Augen, ein kurzer Blick, die Braue, Pupillen, die Lider. Was war das? Vielleicht dein Lebensglück? Vorbei, verweht, nie wieder. Thank you.